Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Story Mode. Beim letzten Mal haben wir jetzt die Zutaten für die Formidable Bomb geholt und sind jetzt in den Minecarts auf der Flucht vor den Endermen, die aus dem Ende kommen wollen, und schauen mal, was da so geht, ne? Let's go! Incoming! There you are. So glad you could make it. Ha! I could have used you earlier. Showing up just in time to hold up the trophy, huh? I'm glad you're okay. This looks like okay to you? I thought Ivor was coming to get you. Ivor? We haven't even seen him. What's going on? You don't have to worry about the monsters. They're running away. Worry about what they're running away from. I feel like that got bigger. It did. It's Formidabomb time. Sora? It's him! It's you! Hello, old friends. Aha, reunion. It's time to go. We only get one shot at this. Remember, once the Formidabomb is crafted, it'll explode in a matter of seconds. It means whoever is doing the crafting will be in great danger. I was hoping, well, perhaps we could draw straws. Don't look at me. I think I may have tweaked an ankle earlier, so... I never wanted to be a hero. That's not how it works. I never wanted to be a hero. I'm willing to do the heroic thing. Gut gesprochen. I'm going to set off the Formidabomb. That's what I was hoping for. The rest of us will build distractions in its path. Hopefully it will buy you some time. We should be ashamed of ourselves. Jesse, take my armor. It will help. Nah, you can take mine. It's gotten me out of a lot of jams. I insist. Da ich beim ersten Mal Magnus genommen habe. I triple insist. I insist four times. Quadruple! Know-it-all. I've never found that insulting. I bet you don't know what the fifth one is, though. Quintuple. Alternatively, pentuple. Up to you, Jesse. Wheel armor or nerd armor? Danke. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich nehm Jesse, den nerd armor. You deserve this. What you're doing means we're all gonna die! What? Jesse! You're going to have to set down a crafting table out there and make that Formidabomb. Everyone else, grab a buddy and split up. We need to keep that Witherstorm on track, so build, build, build! Jesse, don't forget, super TNT in the middle, and gunpowder all around! Gut, wir haben ja Lucas dabei, der weiß natürlich, wie man baut. Sehr schön. I hope this works. Da nehmen sie jetzt nämlich gerade das Zeug zu her, dass sie bei Dingens geholt haben. Bei Soren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mir war aber so, dass da no, no, no! Was passiert. Ja. Not yet!
Das nächste. Ist wie schwimmen. Nur in der Luft. Please don't blow. Einmal. Und jetzt wird es natürlich nicht weggesogen, ne? Das war natürlich nur am Boden so, dass es das wegsaugt. Das ist ein Command-Block-Ding. Interessant. Open up and say ah. Is that it? Is it over? I can't believe it's actually dead. You did it, Jesse! You actually did it! Ha ha! Handled like a champ. Look, I know it wasn't easy, but... About time we got a real win. Thank you for saving my life back there. Happy to. Thanks, buddy. Hey, not to put a damper on the party, but anyone seen Soren or Elagard? Oh, no. You fought valiantly, my friend. You and I both know my fight is over. Stuff and nonsense. Stuff and nonsense. If only I'd known what Jesse had told me, that you still considered me a friend, I might have... I let so much time slip by, and now... Oh, Jesse. Elagard. My armor really suits you, Jesse. I want you to keep it. Okay? It's certainly not going to be much use to me now. Don't say such things. Jesse knows I'm right. Elagard, I can't. This armor belongs to you. You earned it, Jesse. Well, Soren, at least I finally got to be a real hero, right? All those people, they're alive. The Witherstorm didn't kill them. Jesse, those people, you have to help them. All of them. Make sure they get out. Don't leave anybody behind. Promise me. Ja, eine oder die anderen oder sagen, ich kann nichts sagen. Ich bin für das Maximum. Of course I'll save them. Every one of them. We're the good guys, right? That's what we do. Und sogar Magnus geht es nahe, obwohl er sich nie mit ihr verstanden hat. Ruben, we've got a job to do. Ich
Was auch nicht verwunderlich ist. Er ist der Zerstörer. I need to make sure we find the people who might be trapped. Und sie ist die Bauerin. Das sind halt nochmal grundsätzliche grundlegende Gegensätze von den beiden. Get to safety. There are people over there who can help you. Thank you. Thank you. Dass sie ihn nicht leihen kann, ist klar, weil aufbauen ist nun mal ein größerer Aufwand als zerstören. Und trotzdem haben sie sich scheinbar irgendwie gemocht. You're gonna be okay, I promise. I thank you. Andererseits dürfte das wahrscheinlich, ja, oder was heißt wahrscheinlich, es ist, ich sag mal so, es sollte einen nie kalt lassen, wenn andere Leute sterben. Egal wie man zu denen steht. Don't worry, it's all over now. My friends are gonna help you. I hope you're right. Thank you. Ich meine, wenn einen sowas kalt lässt, dann ist man kein Mensch mehr in meinen Augen. Dann hat man irgendwo seine Menschlichkeit verloren. No. The command block, that's impossible. I don't understand. Soren said the Formidabomb would destroy it, but it looks fine. What the? Guys, over here! No! No! Somebody help! Hold on. But I thought you were dead. I saw you. What happened here? I'll explain everything, just not right now. Wow. Next time on Minecraft Story Mode. Faced with a devastating defeat, our heroes will have to search deep within themselves in order to rise above tragedy, heal broken friendships, untangle bitter rivalries, and find the strength to make one last stand against the storm. Hast du dich für das Amulett oder deine Freunde entschieden? Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das am Ende. Bist du Lukas gefolgt oder vorausgegangen? Nochmal in Ruhe an. Gib mir 5 Ruben. Okay, du und 35,8% der Spieler haben euch in der Mühle für das Amulett entschieden. Du und 63,8% der Spieler seid Lukas am Ende gefolgt. Ja, das ist auch einfach die bessere Wahl gewesen. Und beim Amulett, ja, finde ich es interessant. Weil ohne das Amulett hätten wir es gleich vergessen können. Insofern, weil ohne das Amulett hätten wir keinen von denen mehr gefunden. Du und 61,3% der Spieler nicht gib mir 5 Ruhm. Hä? Habe ich das. Hä, wo konnte man gib mir 5 machen? Kann ich mitbekommen. Okay. Oder schon wieder vergessen. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Echt krass, wie hier einfach. Wie viel hier auf einmal plötzlich passierte. Und wie überraschend auch. Auch, dass man zuerst da erdenken konnte. Wirbelstorm hat geklappt, ist tot. Dann plötzlich saugt es einen an, warum auch immer. Dann taucht Petra wieder auf. Aber es wäre auch zu früh gewesen. Nach 3 von 5 Episoden, die es ja ursprünglich gab. Inzwischen gibt es 8, ich weiß.
oder? Waren es 8? Doch, ich glaube, es waren 8. Und die werde ich auch alle hier in diesem Let's Play spielen. Und ja, ne? Aber schon krass. Und es wird noch für so manche Überraschung sorgen, dieses Spiel. Da könnt ihr euch wirklich schon drauf freuen. Aber ich würde sagen, für diesen Part und diese Episode soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Story Mode. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.